Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ich habe hier so ein Körbchen vor mir stehen, wo allerhand Produkte drin sind. Ich war shoppen bei Notino, bei Rossmann, bei Essence Online, weil ich das neue Sortiment gekauft habe. Und das war es, glaube ich, auch schon. Aber ich war mehrfach zum Beispiel auch bei Rossmann, weil ich habe halt wirklich hart die Limited Edition, die neuen Essence-Produkte haben wollen. Und ich habe demnächst ein Tauschpaket und deswegen habe ich hier ein paar Produkte drin, die dafür dann quasi in ein anderes Land bald wandern werden. Und ja, wenn du Bock drauf hast, mein Haul mal durchzugehen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Bei Notino habe ich bestellt und da gab es diese Ipuro-Düfte, die fand ich ganz interessant. Ich weiß gar nicht mehr, ich hatte mal einen. Ich glaube, irgendwer hat da so auch von geschwärmt. Essential Layering und das ist ein, ja, Raumduft einfach. Essentials, keine Ahnung. Das ist einmal dieser hier auf jeden Fall. Essential Summer, genau. Das ist ein Raumduft. Und sowas stelle ich ganz gerne ins Badezimmer oder in die Küche oder so. Und ja, gibt einfach ein schönes Raumgefüge. Deswegen durfte das gerne auch einfach mal mit. Ich habe auch dort bestellt und habe auch Produkte von Revolution gekauft. Und da gab es dann irgendwie so eine Surprise-Geschichte von, oder eine Mystery-Bag von Revolution mit dazu. Fand ich ganz witzig. Eigentlich ist Notino ja auch eher wie Douglas. Deswegen habe ich hier auch gleich Produkte von Notino, die nicht ganz so im Drogeriesegment sind, glaube ich. Aber egal, ich habe nach Essence-Produkten geguckt und deswegen fällt das für mich unter Douglas, unter Drogerie. Ja, die packen das immer richtig krass ein. Beauty Bestie Make-up Sponge, richtig süß. Also ich drehe das Video jetzt gerade an Valentinstag. Das ist natürlich ziemlich funny. Und ja, genau, einfach mal ein Herzschwamm. Das ist wahrscheinlich einfach nicht unbedingt mega praktisch, aber es ist halt irgendwie süß, ne? Genau. Und dann ist hier auch noch mit dabei, und das finde ich ja richtig süß, von Make-up Obsession ein Bronzer, nee, ein Eyeshadow in der Farbe E180 Cent, kommt dann in meine Box, wo ich die ganzen Monolidschatten von diesem Jahr sammle, weil ich ja auch dieses Jahr wieder Monolidschatten Adventskalender verlosen werde. Genauso auch dieser hier, der ist in der Farbe E177 Tawny, das ist so ein Schimmerton. Und ich finde es ganz cool, dass die beiden Töne aufeinander abgestimmt haben. Das heißt, theoretisch könnte man die auch zusammen kombiniert verwenden. Und dann ist hier auch noch eine Lidschattenpalette drin, und zwar die Forever Flawless Eispalette. So schaut sie aus. Hier sehen wir dann auch die Töne. Also die ist so bläulich, ne? Ich habe wunderschöne Töne von Beauty Bay zum Beispiel, die auch in diese bläuliche Richtung gehen. Das heißt, die wird dann auch demnächst mal in einem Verlosungspaket oder Ähnlichem zu finden sein, aber war halt mit dabei. Denn ich habe mir zum Beispiel hier bestellt diese Revolution Palette ja, von It, also S. Und ich bin zurzeit auch wieder so ein bisschen auf dem Trip, dass ich mir relativ viele Horrorfilme und so angucke. Und da habe ich mir auch S2, glaube ich, letztens angeguckt. Genau, S1 hatte ich nämlich schon gesehen und dann habe ich mir S2 angeguckt und deswegen musste das irgendwie aus Nostalgiegründen für mich mit, obwohl ich diese Nostalgie dann quasi gerade erst an dem Tag, wo ich es geguckt habe, bekommen habe. Naja, ich fand es aber ganz süß gemacht, dass du halt dieses Bötchen hier hast und die Töne, die da drin sind, fand ich auch ganz schön. Also Revolution kann sowas schon in diesen Limited Editions, ne? Da muss man halt nur gucken, inwiefern dann die Qualität der Lidschatten auch gut ist. Es ist halt eher eine in die rötliche Richtung, weil, ja klar, bei dem Film geht es auch um sehr viel Blut. Pennywise ist orange, was ich sehr, sehr cool finde. Ja, und da bin ich jetzt einfach mal gespannt, wie die dann demnächst mal performen wird. Freue ich mich auf jeden Fall drüber. Also cooles Verpackungsdesign auf jeden Fall. Oh, hier habe ich meinen Müll vertauscht. Was mache ich denn hier? Was ich dort auch gefunden habe, ist ein neues Parfum von Sol de Janeiro, dieses Cherry Rosa 59 Perfume Mist. Und genau, das war dort auch aufgeführt und da hatte ich einfach Bock drauf. Ich habe dieses orangene, orange-gelbe aktuell in Anwendung und mag das sehr gerne. Das hier ist, glaube ich, dann mehr so in die etwas blumige Richtung, aber trotzdem noch ein bisschen auch was Vanilliges oder so mit dabei. Ja, es riecht wirklich wie eine kandierte Rose. Also im Prinzip, als würde ich über die Kirmes gehen und da halt diese kandierten Äpfel mir essen und gleichzeitig bei einem Rosenverkäufer vorbeigehen und mir einen Strauß Rosen unter den Arm klemmen. Ja, so riecht das in der Art, ne? Schon cool, also schon ein geiler Duft. Die sind jetzt nicht so super krass langanhaltend, ne? Das auf gar keinen Fall. Aber ich finde, es sind einfach so schöne Alltagsdüfte im Prinzip. Das sind 90 Milliliter hier drin, sieht nicht super hochwertig aus, aber ich finde es eigentlich eine gute Geschichte. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, habe ich das auch von
Jetzt weiß ich nämlich nicht unbedingt bei allen Produkten, wo es herkam, denn ich habe einfach alles hier immer reingetan. Ich denke, dass das ja auch von Notino kam. 4-in-1 Face Glow in der Farbe Gleam Light habe ich mir bestellt und da bin ich auch mal gespannt drauf, wie das so sein wird. Ja, ein Produkt, was ich jetzt auch schon öfters mal gesehen habe, auch so in den sozialen Medien, dass die Leute das auch verwendet haben, sowohl als Primer als auch so als Foundation-Ersatz, wie man das ja auch von dem Originalprodukt so kennt. Das ist jetzt alles hier noch zugeklebt. Ich werde natürlich nicht alles swatchen können, weil ich habe hier so viel in dieser Kiste drin. Gut, wie soll ich Staubsaugerbeutel swatchen? Da kommen wir nämlich auch noch zu. Ja, das ist halt eine Sache für sich. Und ich habe überlegt, dass ich demnächst mal, habe ich nämlich echt Bock drauf, ein Full Face Revolution mache. Weil ich finde, dass Revolution in letzter Zeit sehr viele, sehr spannende neue Produkte rausgebracht hat. Man muss da immer ein bisschen aufpassen, weil vieles ist dann halt wirklich so adaptiert und so. Und dann denkt man sich, muss das unbedingt sein? Aber na, da müssen wir einfach mal gucken. Wie gesagt, so sieht das dann ohne diese Plastikverpackung aus. Ich glaube, das hat auch wieder so einen Stempel. Ja, genau, so ein Füßchen-Applikator, ne? Kann ich ja einfach mal... Oh Gott, ist das gelb. Oh Gott. Ich hoffe, dass das irgendwie auch mit meiner Haut funktioniert. Also es ist jetzt nicht so deckend und das hat sich recht gut wegblenden lassen. Ne? Hat jetzt auch nicht so einen groben Schimmer drauf. Also ich denke wirklich, dass es eher wie ein Primer dann bei mir auch sein wird. Ne? Schaut so aus. Ist relativ geruchsneutral. Ja, ne? Full Face Revolution wird in Angriff genommen. Was ich mir aber definitiv auch dort gekauft habe, ist von Essence diese Juicy Bombs. Das ist das Lip Oil Set. Die konnte man dort auch einzeln kaufen, aber ich habe jetzt schon so viel Positives darüber gehört. Ja, seitdem Sarah Isabel mir immer wieder gesagt hat, boah Claudia, du brauchst diese Juicy Bombs, du brauchst sie, hat sie mich echt darauf angespitzt, sage ich mal. Und dann habe ich mir gedacht, komm, dann holst du dir das Komplette. Die waren ja Ewigkeiten nicht verfügbar. Ich weiß auch gar nicht, was das sollte. Die haben ja irgendwie die Produkte rausgehauen bei Essence und dann waren sie irgendwie doch nicht und hast du nicht gesehen. Cherry Cheer und noch, ja, 4 weitere Farben sind hier drin. Oh, das riecht wirklich auch nach Kirsche. Ist ja cool. So, hier habe ich es nicht richtig verblendet. Ja, hat nur einen Hauch von Farbe, ne? Also ob man da wirklich alle Farben braucht, ist jetzt wirklich einem selbst überlassen. Ich mag so gerne Lippenöle. Da hast du auch echt nicht viel drin, glaube ich, ne? 2,4 Milliliter, das ist ruckzuck weg. Aber ja, das kann ich gut als Lippenpflege gebrauchen, verwende ich auch sehr gerne sowas. Jo. Wir sind jetzt bei Essence, da mache ich jetzt auch mal weiter. Das habe ich halt, wie gesagt, sowohl von Essence selber als auch Notino und so weiter. Ich schaue mal, ob ich euch die Produkte schon verlinkt bekomme. Teilweise bekommt ihr die auch bei Purish. Da könnt ihr gerne auch über die Links bestellen. Die setze ich euch natürlich dann gerne in die Infobox. Da bekomme ich dann eine kleine Provision, wenn ihr darüber bestellen solltet. Und solltet ihr dann noch weitere Produkte zum Beispiel von meiner Collection-Seite, von meiner Favoriten-Seite in den Warenkorb mit reinlegen, könnt ihr da sogar auch auf die Produkte, die halt auf dieser Favoriten-Seite sind, sparen. Und zwar immer 10% mit Claudis Welt 10. Und wenn irgendwelche Sonderaktionen laufen, könnt ihr da auch 10% drauf sparen. Nochmal zusätzlich zu dem, was da gerade rabattiert steht mit Claudis Welt 10. Nur mal so am Rande erwähnt, Magic Filter Glow Booster. Jo, da bin ich hinterhergerannt wie sonst was. Den habe ich echt nirgends gefunden in der Farbe 01. Und hier sind halt einfach mal 14 Milliliter drin, ne? Ich denke, dass ich euch dazu schon auch ein Video gefilmt habe, dass ich euch die Neuheiten in meinem Gesicht aufgetragen habe. Deswegen verlinke ich euch das einfach mal. Genauso auch hier diesen Skin Tint. Da kam heute erst das Video von Maxim raus. Für einfach 3 Euro oder so. Hydrating Natural Finish habe ich in der Farbe 10. Sieht ein bisschen dunkel aus, ne? Müssen wir mal gucken, wie wir so zusammenkommen. Mal schauen. Aber wenn es halt ein Skin Tint ist, dann ist es ja auch nur ein Hauch von Farbe. Ich kann es ja hier auch einfach mal drüber machen ein bisschen und mal so swatchen. Also farblich sieht es richtig gut aus. Doch, doch. Mhm, da täuscht die Tube. Aha, schön. Oh, fühlt sich das gut an. Das fühlt sich richtig gut an. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wenn das jetzt auch auf meinem Gesicht so positiv performt, dann bin ich richtig glücklich. Ihr habt das Video sicherlich schon gesehen, aber da bin ich jetzt gerade in der First Impression total begeistert. Was ich auch gekriegt habe, Gott sei Dank endlich, die Call Me Queen Mascara. Die ist ja inspiriert von anderen Mascaras, die man auch so jetzt immer mehr gesehen hat. Sowohl die, die ich auf meinen Augen drauf habe, zum Beispiel ne, die L'Oreal Panorama Mascara. Aber auch von MAC die Stack Mascara. Da könnte man am Bürstchen eine Ähnlichkeit erkennen, gegebenenfalls. Ne? Das ist halt so ein Multilevel-Bürstchen, so ein Gummibürstchen.
Riecht soweit nach nichts, aber haben die da eine Werbung für gemacht? Heidenei, ne? Okay, so, was habe ich denn noch aus dem neuen Essenssortiment hier drin? Ach, das ist weiter unten. Das ist natürlich jetzt auch toll gemacht, Claudi. Ganz toll. Da kommen wir dann später nochmal zu. Vorher habe ich jetzt hier so ein paar Sachen, die ich mir gekauft habe, als ich im Rossmann selber war. Da habe ich mir diesen Puderpinsel in Herzform aus der Rival Loves Me Just You and Me Limited Edition mitgenommen. Also gekauft halt, ne? Ich mag diese Herzpinsel. Ich habe da auch einige von, die stehen aber da hinten. Und ganz am Anfang, als Rival Loves Me entstanden ist, also Rival de Loop zu Rival Loves Me wurde, ist das ja auch mit in der Drogerie gewesen. Und da sind sie ja alle hinterhergerannt. Und ich fand den auch richtig gut. Deswegen habe ich mir den jetzt auch nochmal in der neuen Aufmachung mitgenommen. Dann habe ich aus der Rival de Loop Cosmos Love diesen Loose Highlighter Powder mitgenommen. Ihr habt zu vielen dieser Produkte, die ich jetzt hier aus dem Rossmann habe, auch schon ein Video gesehen. Die sind nämlich auch schon offen, aber sie haben nur darauf gewartet, dass ich endlich mein Video dazu filme. Ne? Genau, also das ist ein Produkt, das riecht nach frisch gewaschener Wäsche irgendwie. Ganz komisch. Ja, ganz verrückt. Ja, da habe ich aber schon mein Video zu gedreht, deswegen stelle ich mir das auch auf Seite, dass es direkt gleich in die Sammlung reinkommt. Dann habe ich hier auch mitgenommen einen, ja, den habe ich auch schon geöffnet, ein Lipgloss, Lip Topper, Just You and Me. Jo, einfach dieser Lip Topper, den fand ich auch richtig, richtig hübsch von dieser Verpackung her, ne? Es ist ein Herz. Es ist hübsch. Ich mag's. Ja, noch ein Produkt aus dieser Kollektion ist der Blush, den ich auch ganz hübsch fand. Also diese Herzchen da drin. Man sieht ihn jetzt nicht so super krass, ist jetzt so meine Einschätzung dazu, ne? Also das ist halt pink, da muss man ein bisschen mit aufpassen. Aber ich finde den jetzt nicht so übermäßig heftig pigmentiert. Ja, also wenn man da drunter einen Cream Blush hat, dann geht das klar. Aber ansonsten ist er mir persönlich ein kleines bisschen fleckig geworden. Dann aus dem normalen Standardsortiment habe ich mitgenommen diesen Marshmallow HD Compact Powder eben für das Tauschpaket. Und dann auch noch die Unbeatable Mascara. Das ist diese hier. Die ist ja super krass beliebt, ne? Also die ja, fand ich auch hübsch. Aber ich weiß nicht, ob ich die Wawawum-mäßig fand, aber ich habe sie auch noch nicht in meinem aktuellen Wimpernzustand getestet, um das mal so zu sagen. Aus der Catrice Limited Edition habt ihr auch schon bei mir gesehen, diesen Heart Affair Highlighter Still My Heart. Das ist schon hübsch in dieser Verpackung, aber ich fand den auf dem Gesicht nicht so cool, muss ich gestehen. Also ich fand, dass er doch relativ grob war. Ich habe heute auch einen Catrice Highlighter aus der älteren Generation drauf. Der ist halt so richtig bam in your face. Aber den aus der Limited Edition fand ich nur vom Packaging her mega geil. Dann habe ich die, oh, die war richtig gut. Manhattan Volume Up Mascara. Die ist richtig cool. Also das ist ja auch eine neue von Manhattan. Und Manhattan ist ja eigentlich auch echt günstig, ne? Und die haben eine schöne Mascara rausgebracht. Das ist so eine erdnussförmige ja, Faserbürste. Und die macht wirklich schöne Wimpern. Ja, riecht nach Mascara. Ist jetzt nichts Spektakuläres, aber sehr empfehlenswert. Dann habe ich hier aus dem neuen Catrice-Sortiment Shine Bomb Lip Lacquer Long Lasting in der Farbnuance 020 Good Taste das Produkt. Da muss ich mich noch ein bisschen mit anfreunden. Also, ich weiß nicht, soll der Kuss echt werden? Ich glaube nicht, ne? Also, ich habe den drauf gemacht und ich fand den halt nicht so, dass ich jetzt danach irgendwie keine Angst haben müsste, dass mir Haare dran kleben bleiben oder so. Muss ich mich noch ein bisschen mit auseinandersetzen. Also, ich würde es eher als ein sehr, sehr stark pigmentierter Lipgloss bezeichnen. So, irgendwie. Ja, den Eyeliner aus der Cosmos Love Limited Edition von Rival de Loop fand ich sehr, sehr schön. Das ist ein Lila. Auch mal was ganz Spezielles. Und ich glaube sogar, dass der so einen Schimmer, ja, der hat auch so einen Schimmer mit drin. Der ist nicht super intensiv pigmentiert. Ich versuche euch da auch ein paar Striche mal zu ziehen. Und der hat einen leichten Schimmer ja auch mit drin. Ist aber schon was Besonderes, weil der hat als Applikator ein Pinsel. Und das ist voll meins, ne? Sowas mag ich ja gerne. Also den mochte ich wirklich. Und ich finde auch Lila bei meinen Augen ganz cool, weil das die Komplementärfarbe halt zu den grünen Augen ist, die ich habe, ne? Wobei ich grün-braun habe, da ist es eh mal ein bisschen anders. Hier weiß ich noch gar nicht, ob ich das toll finde oder nicht. Von Rival de Loop aus der Cosmos Love Limited Edition, dieser Multi-Use Shimmer Oil, ist halt sehr, sehr grob. Ich habe den noch nicht geöffnet. Ich weiß auch noch nicht, ob ich mir den dann im Sommer drauf machen werde. Das ist schon sehr intensiv. Ich hatte erst gedacht, naja, vielleicht für Karneval, aber das musst du dir ja eigentlich auf den Körper machen, weil im Gesicht verschmiert dir das ja alles, ne? Weil das ist ja ein Öl. Also, Und auf dem Körper hatten wir Federn und so. Genau. Ja, und dann auch aus der Limited Edition von Catrice habe ich diesen Lip Affair mitgenommen in der Farbnuance Mary 1002.
Der ist schon ziemlich pinky, aber auch schon ziemlich cool, ne? Also das ist auch wieder so ein Herz. Also da scheinen sich welche zusammengetan zu haben. Denn hier hatten wir ja auch ein Herz, ne? Rival de Loup und Catrice. Keine Ahnung, ob die da irgendwie sich abgesprochen hatten. Passt natürlich aber auch zum Valentinstag dementsprechend. Ist es schon, ja, eine sinnvolle Kiste gewesen. Auch aus dem Essence-Standard-Sortiment habe ich mitgenommen, den Under-Eye Brightener. Einfach weil das ein Produkt ist, was ich mega empfehlen kann. Und dementsprechend ist sowas halt, finde ich persönlich, in einem Tauschpaket immer ganz gut aufgehoben. Da macht man nichts mit falsch irgendwie. Ja, noch mehr LEs hier, ne? Da habe ich aus der Cosmos Love LE diesen Eye Luminizer. Genau, der ist halt ein bisschen kühler unterwegs. Und der You and Me Crystal Eyeshadow Topper ist ein bisschen gröber unterwegs. Ich wollte die alle beide eigentlich Weiberkarneval mitnehmen, dass wir uns das ins Gesicht machen, habe ich volle Elle vergessen. Yay. Aber egal, es kommen ja noch weitere Möglichkeiten, wo man sowas tragen kann. Ich sehe es zum Beispiel bei Sarah Isabel, die toppt sich das ja auch einfach so aufs Auge. Das kann ich jetzt nicht unbedingt immer tragen, weil ich das, also ich finde das dann einfach irgendwann störend. Ne? Hier ist noch was aus dem neuen Catrice Essence-Sortiment, Baby Got Glow Liquid Highlighter. Das ist ja einer mit so einem Puffelding und auch hier diese Farbnuance zu finden, war nicht leicht. Und es ist diese ganz helle Geschichte, 10 Sassy in Silk. Den Blush habe ich noch nicht gekriegt. Das ist eigentlich relativ hart hier vorne, also eigentlich nicht vergleichbar mit dem, was ich sonst so als Puffelding habe. Aber mal gucken. Hier sieht man auch in diesem Schaufenster, Schaufenster vor allem, ne? Die Farbe, das ist ja so ein, ja, helles Champagnertönchen. Genau, aber das kommt dann auch in das Full Face Essence. Also ich sammle hier gerade auf meiner Seite Full Face Essence und Full Face Revolution quasi. Dann habe ich hier noch aus der Essence, eigentlich ist es ja keine LE, sondern es ist ja aus dem Standardsortiment, Meta Glow Color Changing Lipstick. Fand ich ganz hübsch, ist aber auch fürs Tauschpaket. Da hast du nämlich auch so Sparkles mit drin. Und mit Glitzer findet man immer Freunde. Hier habe ich von Isana Kompaktpflege mit Hyaluron in der Farbe 02 Mittel für jemanden das halt geholt. Also falls du gerade zugucken solltest, das hätte ich dir wahrscheinlich, habe ich dir wahrscheinlich auch geschrieben, dass du den Hoher besser nicht gucken solltest, ne? Weil das könnte dich, das sollst du noch gar nicht wissen. Wobei, wenn ich das Video online stelle, ist dann sehr wahrscheinlich auch schon das Paket unterwegs. Auch aus der Cosmos Love Limited Edition habe ich die Lidschattenpalette mitgenommen. Die finde ich sehr, sehr hübsch. Sie ist besonders, weil sie halt auch diesen richtig coolen Grünton mit drin hat. Den hatte ich auch in dem Look integriert, meine ich. Du hast ja auch zwei Glittertöne mit drin. Kann man mögen, muss man nicht. Ansonsten kannst du mit der Palette eigentlich auch echt schön arbeiten, ne? Also ich finde, dass Rival de Loup und Rival Loves Me bei den Lidschattenpaletten sich wirklich immer mehr machen. Also es ist immer wieder so Hit or Miss, aber ich finde schon, dass die ganz gute Sachen mit drin haben. Auch aus dieser Just You and Me Kollektion habe ich hier die Lidschattenpalette. Ich weiß gar nicht, ob ich da in meinem Schminki auch überhaupt diese Palette integriert habe. Bin ich mir gerade gar nicht mehr so sicher. Aber ich finde sie sehr, sehr cool eigentlich. Auch wenn wir hier zwei Pressed Glitter drin haben, so ist das Leben eben und die Schimmertöne jetzt nicht so bam in your face sind, aber trotzdem ist es schon eine coole Nummer, weil wir haben hier eine bunte Palette, wir haben hier eine rosa Palette, es ist einfach auch irgendwie mal was anderes. Doch, die Rosatöne habe ich integriert gehabt, glaube ich, im Look. Und ich finde, der Preis ist einfach unschlagbar, ne? Ja, noch ein bisschen mehr LE-Geschichten ist hier aus der Cosmos Love Limited Edition dieser Blush Stick. Ja, auch das eine feine Kiste, kann man machen. Da bin ich auch hinterhergerannt, huch, und später habe ich den gefühlt überall gefunden. So schaut er aus. Und wie gesagt, wenn du halt aus der Rival-Geschichte sowohl Cream Blush verwendest, das dann abpuderst und darüber nochmal normalen Blush gibst, das hält dann auch wirklich wie ein High-End relativ lange, ne? Also das kann ich auch immer wieder nur empfehlen, das zu machen und sich das einfach mal zu trauen, das so auszuprobieren. Ja, also, was habe ich denn noch alles hier drin? Yo, das ist richtig interessant. Habe ich da schon von... Weiß ich gar nicht. Ja, mit einem Satz aufhören zu reden, ist immer eine ganz gute Geschichte. Von Alterra habe ich gesehen, dass es eine Limited Edition gibt. Und zwar Lovely Powder. Also Lovely ist, glaube ich, die Limited Edition. Weiß ich nicht. Da habe ich hier einmal den Powder Brush. Sammy, nicht da lecken. Der hat noch seine Wunden. Der soll da nicht lecken. Ich pass auf. Und genau. Und dann habe ich hier auch noch das Herzchen mitgenommen. Da musste ich wirklich ein bisschen schmunzeln, weil Alterra ist ja eigentlich nicht so verspielt oder so, ne? Genau, dann habe ich hier auch noch, das ist aber von Essence, der neue Baking and Make-up Sponge, den habe ich mitgenommen. Ja, genau, Dab and Blend. Das ist einfach ein Sponge, den ihr dann auch schon im Einsatz gesehen haben solltet. So viele Pinsel und was ich da alle mitgenommen habe, Leute. Das ist der Wahnsinn. Ja,
krass. Okay, Lovely Foundation Brush habe ich hier auch nochmal. Das ist auch ein Pinsel, mit dem kannst du richtig toll Crememasken auftragen, ne? Also kann ich auch wirklich empfehlen. Ich habe einen von Barbour schon seit Jahren in Anwendung. Der war mal irgendwo in der Box mit drin. Finde ich ziemlich cool, dass wir halt auch relativ viele Pinsel in dieser Edition finden konnten. Das ist ein Foxy Eyes Brush, also im Prinzip ist es ein Eyeliner-Pinsel, ne? Genau. So, ja, ich buddel mich hier noch ein bisschen weiter durch, auch tauschpakettechnisch. Das Isana Badesalz, weil die haben wieder diese Disney-Prinzessin als Limited Edition bei dem Trendturm am Start. Habt ihr in meinem Vlog wahrscheinlich auch schon gesehen. Hier ist das mit Jasmin und Orangenduft. Voll meins. Dann gab es auch noch die Tuchmaske Cozy Feeling. Ich weiß nicht, ob ich die auch in einem Tauschpaket weitergeben werde oder ob ich die selber verwenden werde. Muss ich mal gucken. Das ist diese hier mit dem süßen Eichhörnchen drauf. Das ist schon niedlich. Ja, ja. Augenpatches, die werden auf jeden Fall im Tauschpaket weitergegeben werden, weil ich glaube, die hatte ich auch schon mal. Die Hydrogel Augenpads mit Ariel drauf. Also die sieht, also ist halt nicht auf dem Pad selber, sondern auf der Umverpackung. Aber, ne? Genau. Und Augenpads gehen halt auch immer. Deswegen habe ich mir gedacht, Mensch, Essence, wie geil, dass ihr bei euch in das neue Sortiment Ice Baby mit aufnehmt. Da gibt es ja eigentlich auch die rosanen schon, ne, die ich richtig empfehlenswert finde, wenn man die halt wirklich jeden Tag verwenden möchte. Und das geht jetzt natürlich Richtung Frühling, Sommer und die sollen dann auch ein bisschen kühlen. Da bin ich mal gespannt drauf. 30 Paar sind hier drin enthalten und das ist ein Pöttchen. Ja. Die werden auf jeden Fall ausprobiert. Das fand ich auch sehr interessant. Essence hat neue Foundations rausgebracht in dieser Natural Matte Mousse Foundation Geschichte. Hier habe ich jetzt die Shade Nummer 13. Ich bin mal gespannt. Also, ich weiß auch nicht, ob das irgendwie neu formuliert ist oder so. Ich werde es ausprobieren. Könnte ja an das ein oder andere vielleicht erinnern, was man sonst so noch kennt, ne? Wobei ich weiß nicht, welche von wem abgeguckt hat. Ja. Dann habe ich mir auch die ganzen Pinsel mitgenommen. Wollt ihr die alle einzeln sehen? Ich glaube nicht, ne? Aber die habe ich mir alle bestellt. Das war dann bei Essence selber. Da waren die halt auch alle noch so verfügbar. Ich finde es ein bisschen schwierig. Die sind halt alle wirklich in so einer Blisterverpackung drin. Essence möchte nachhaltiger werden und bringt dann solche Verpackungen raus. Ich weiß ja nicht. Dann hätten die doch wenigstens, machen die vielleicht noch, aber dann hätten die doch vielleicht einfach für die verrückten Käufer, wie mich zum Beispiel, das anbieten können, dass du das vielleicht als Bundle, als Set kaufen kannst und viel weniger Müll hättest. Nun, das ist nun mal so. Hat so ein bisschen diese Evelyn-Vibes, ne, von damals. Finde ich ein bisschen schade, muss ich gestehen. Hier habe ich noch ein Altera-Pinsel, Lovely Blender Brush. Ja, auch sowas. Definitiv eine gute Geschichte. Und wie gesagt, Altera macht eigentlich auch ganz gute Pinsel. Ich finde die nur ein bisschen kürzer als die anderen Pinsel, die es so gibt. Nun, weitere Produkte aus dem neuen Essence-Sortiment habe ich hier. Einmal ein Blush Crush in der Farbe Cool Berry 30. Ach, die hatten auch natürlich Farben mit dabei, die ich jetzt schon mehrfach irgendwie in meiner Kollektion so drin habe und so, aber ich wollte einfach mal was anderes haben und habe mir gedacht, komm, dann nimmst du mal so einen richtig schönen Bärenton. Mal gucken, vielleicht wird das ja richtig geil. Dann habe ich hier auch noch Lippenprodukte und zwar The Slim Stick 6 Stunden Long Lasting Lipstick. Mal gucken, habe ich in der Farbe 102 Over the Nude mir gekauft. Das ist dieser hier und das ist auch so einer, der so inspiriert ist von anderen, die man halt so hoch... Nee, doch nicht. Ich dachte, das wäre zum Hochklicken. Nö, kannst einfach hochdrehen. Okay. Ja, da bin ich mal gespannt, wie der so sein wird. Ich dachte, das wäre nämlich so ein Hochklickstift. Wie komme ich darauf? Gar keine Ahnung. Und passend dazu habe ich mir einen Lip Liner mitgenommen. Den Essence Soft and Precise Lip Pencil. Die sind eigentlich immer ganz gut in der Farbe Legendary. Ne? Das hat auch so, ja, so was sehr, sehr Nudiges. Aber gleichzeitig hat es auch irgendwie einen Hauch... Orange vielleicht mit dabei. Und es könnte sein, dass das hier, dass diese Farbe die Zähne sehr schön weiß aussehen lässt. Im Isana Trendturm habe ich hier auch noch diesen 2-in-1 Duschschaum und Bodylotion gefunden. Calm. Und ich finde, das war eine sehr schöne Reihe. Ich habe davon die Duftstäbchen und finde den Duft dezent und sehr angenehm. Und ich glaube, dass das auch eine ganz gute Geschichte sein kann für Abendduscher und vielleicht auch für ein Tauschpaket sehr gut geeignet sein könnte. 2-in-1 Volumen Shampoo und Spülung mit Veilchenextrakt, Bio-Bambus-Extrakt von Isana liebt die Erde, fand ich auch eine ganz schöne Geschichte. Wie gesagt, fürs Tauschpaket habe ich einiges gekauft. Genau, da auch tatsächlich der Rival de Loop Hyaluron Primer. Ich musste am Ende auch nochmal gucken, was genau ich davon dann auch ins Tauschpaket reingebe. Aber ich wollte halt wirklich auch Produkte reingeben, gerade aus dem dekorativen Kosmetikbereich, die ich halt auch vielleicht schon ein Stück weit getestet habe und kenne. Und der ist mir eigentlich sehr positiv in Erinnerung. Hier habe ich jetzt etwas, was ich mir gekauft habe, was neu war, und zwar, oder was eine Limited Edition ist, von M.A. Sammel
Magic Finish, der Hydrating Primer. Wie geil ist das denn? Aloe Vera und Hyaluron. Da gab es auch noch andere Kompositionen, nenne ich es jetzt einfach mal. Ich habe mich jetzt für die Variante entschieden, weil ich mir gedacht habe, dass Hyaluron eigentlich so am besten bei mir funktionieren könnte und dementsprechend, ja, das dann ganz gut fetzen könnte bei mir. Ja, hat halt so diese klassische Verpackung, aber es ist halt so bläulich. Und einen richtigen Primer hat Asam noch gar nicht wirklich auf dem Markt, ne? Also die haben halt diese Glow-Up-Cream, die halt immer von mir auch als Primer verwendet wurde, aber halt nicht einen klassischen Primer. Bin ich sehr gespannt drauf. So, auch etwas aus dieser Primetime-Geschichte ist dieses hier. Und zwar ist es ein Anti-Aging-Primer. Den wollte ich dann nochmal als separate Geschichte auf der anderen Seite dann quasi testen. Mit Lichtschutzfaktor 15, das können wir abhaken. Und Paracressen-Extrakt. Ja, verbessert den Make-up-Halt, glättet und schützt vor Zeichen der Hautalterung. Bin ich gespannt drauf. Ganze 20 ml sind hier drin und die waren ganz schön teuer. Ganz schön teuer. Muss ich wirklich sagen, das fand ich sehr, sehr heftig. Und ja. Da haben sie dann einfach mal, ja, gleich mehrere Primer auf einmal als Limited Edition rausgebracht. Wahrscheinlich, um zu testen, was bei den Kunden überhaupt so ankommt, ne? Von Isana habe ich mir hier auch noch diese Beauty-Konzentrat Vitamin C Ampullen mitgenommen. Ist immer eine schöne Sache, kann ich auch wirklich empfehlen, kann man gut machen. Und ich finde auch, dass Vitamin C von Isana sehr, sehr angenehm ist. Also das hatten wir, glaube ich, im Adventskalender auch mal drin gehabt. Da muss man manchmal ein bisschen aufpassen, dass du sowas nicht unbedingt mit Niacinamiden kombinierst oder so. Aber Vitamin C ist eine schöne, aufhellende Geschichte. Genau, sehr schön. Dann habe ich mir mitgenommen Lindgold Hasentafel. Ich liebe weiße Schokolade. Ja, und jetzt ist bald Weihnachten, wollte ich schon sagen, Ostern. Und da hat Lind das hier einfach mal rausgebracht. Und das habe ich stehen sehen und mir gedacht, das ist jetzt süß. Das brauche ich in meinem Leben. Ja, was ich auch ganz schön finde, sind tatsächlich die Isana Peelings. Ich habe auch aktuell, wie heißt das denn? Habt ihr wahrscheinlich im Aufgebraucht-Video schon gesehen oder seht ihr? Habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Das ist ein Bye-Bye-Hair oder so heißt das. Ein richtig schönes Zuckeröl-Peeling. Und hier haben die jetzt nochmal von Isana Liebt die Erde ein Zuckeröl-Peeling mit Arganöl und Bio-Orangenblüte drin gehabt. Und da ich einfach das Zuckeröl-Peeling von Isana jetzt in dem Sinne positiv in Erinnerung hatte, und da habe ich mir gedacht, dass es doch ganz sinnvoll wäre, sowas auch in ein Tauschpaket zu geben, wenn ich das jetzt gerade so positiv in Anwendung habe. Hier habe ich ein bisschen dran geschnüffelt, da waren ein paar Tester auch. Jorge González hat Parfums rausgebracht, die aussehen wie ein Schuh. Mega. Ich habe das so gefeiert. Das sind wirklich Basic-Düfte meiner Meinung nach, aber es sind schon schöne Düfte. Auch den mochte ich ganz gerne. Ja, Glamour and Heels. Ja, das ist ein Eau de Parfum. Fand ich einfach hübsch. Komm, ne? Edition Oro steht hier hinten drauf. Ja, es ist einfach das goldene 50 ml. Hat man hier ein Parfum drin. Ich fand's schön so. Auch etwas, was ich sehr empfehlen kann, ist von Isana Pure der Reinigungsschaum. Sanfte Reinigung mit Niacinamid und Panthenol. Ohne Parfümstoffe und so weiter. Also ein sehr, sehr schöner, milder Reinigungsschaum, den man sich definitiv mal angucken kann, wenn man möchte. Mag ich persönlich auch gerne. Und ich hatte den auch mal in Anwendung und hatte dann aber eine Freundin da, die nach einem Reinigungsschaum gefragt hatte. Und dann habe ich ihr quasi meinen gegeben. Sie hat ihn dann am Ende aufgebraucht, aber ich mochte ihn einfach auch sehr gerne. Genau, das hier habe ich für mich für demnächst mal geholt, weil wenn ich dann mal demnächst auf Reisen bin oder so, brauche ich Deos. Und da habe ich mir zwei Stück gekauft. 24 Stunden Deo Wasserlilie von CD mag ich persönlich sehr gerne. Das ist ja auch eine der klassischeren Linien von CD, ne? Und ja, so ein Sprühdeo unterwegs ist immer eine feine Kiste. Genauso hier von Rexona Maximum Protection. Dreimal Schutz bei Stress, Hitze, Bewegung extra stark. Das ist halt, wenn man wirklich Kapitis geben will, ne? Genau, also wenn halt so richtig ein sehr, sehr warmer Tag vielleicht kommt. Und ich hatte jetzt letztens meins aufgebraucht von 8x4, was ich sehr, sehr gerne mochte. Genau, und habe mir die dann jetzt nachgekauft. Für Sammy habe ich was mitgenommen, weil ich war an dem Tag shoppen, wo er operiert wurde. Und eigentlich habe ich dann quasi auf ihn gewartet. Aber das Ganze hat sich dann wirklich noch sehr, sehr, sehr in die Länge gezogen. Also um 10 Uhr ist er quasi, oder sind wir zum Tierarzt rein. Und dann hat er auch relativ schnell die Narkose bekommen und so. Letztendlich abgeholt habe ich ihn dann um 17 Uhr wieder oder kurz nach 5. Das ist echt schlimm. Also für mich persönlich war es schlimm. Habt ihr in meinem Vlog auch mitbekommen. Auf jeden Fall habe ich da gesehen, dass es von Winston diese Hundebreze gibt mit Rinderrohhaut und Entenfleisch. Das ist jetzt nichts, was er jetzt direkt so, ne, auch jetzt nicht über eine Woche nach der OP essen kann, weil er hat ja auch Zahn-OP-mäßig was gehabt. Aber wenn dann alles wieder relativ verheilt ist, kriegt er das auf jeden Fall. Und dann freut er sich hoffentlich drüber. Ja, genau. Dann gab es auch noch weitere Geschichten aus Limited Editions, die mit Mustennagellack halt.
hallo Leute, ne? Catrice, das ist ja auch aus dieser Valentinstags-LE gewesen, Heart Affair, in der Farbe 1003 Love Game. Wie wunderschön sieht diese Farbe aus. Das ist so ein Rot mit Sparkles und ich hoffe, dass es auf den Fingern auch genauso funkelt wie Edelsteine. Meine Güte, das sieht nämlich wirklich aus wie gebrochenes Glas. Also richtig, richtig geil. Und das hier ist natürlich, wahrscheinlich heftig zum Abmachen, zum Ablackieren, aber egal. Aus der Riva Loves Me Just You and Me Kollektion ist das der Nagellack mit Herzchen drin. Oh mein Gott. Ja, fand ich einfach hübsch, ne? Und wenn man sich dann vielleicht mal einen so einen Finger macht, und ihr seht ja auch, meine Nägel dürften mal wieder erneuert werden, ist es doch vollkommen in Ordnung. Dann pule ich mir auch nach einer Woche die einzelnen Glitzerpartikel gerne runter. Aber ist schon hübsch, doch. Dann habe ich hier noch ein paar Masken mitgenommen, gekauft. Die Just Love Tuchmaske mit Hyaluron- und Melonextrakt. Natürlich musste die mit, gar keine Frage. Da hat Isana nämlich diese Limited Edition am Start. Da gab es auch die dazu passenden Augenpads. Richtig hübsch, ne? Mit diesen Herzchen. Ach Mensch, was ist denn da drin? Aloe Vera, Hyaluron und Drachenfruchtextrakt. Und das fand ich auch ganz interessant, eine Argan-Tuchmaske fürs Gesicht. Ich habe immer gedacht, Arganöle sind mehr sowas für die Haare, weil das ja quasi macht, dass die Haare halt gestärkt werden, dass da kein Haarbruch kommt und so. Ich weiß nicht, was es dann im Gesicht machen wird, aber du hast ja auch noch zusätzlich Kollagen und Hyaluron drin und vielleicht ist das Arganöl auch ein bisschen dafür da, um quasi die Haut ja quasi eine Schutzbarriere zu geben. Genauso wie das Kollagen eigentlich auch, damit quasi das Wasser, was in der Haut drin ist, nicht verdunstet. So, genau. Und da haben wir jetzt auf jeden Fall diese Tuchmaske. Ich denke, dass ich die mal ausprobieren werde. Wahrscheinlich habt ihr die dann auch sogar schon im Aufgebrauch-Video gesehen. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. In der Cosmos Love Limited Edition hatten wir auch noch so einen Lip-Topper oder Lip-Plumper drin. Illuminating Lip-Plumper. Der ist recht schön auf den Lippen. Also der wirkt nicht so metallisch, perlmuttig, wie das hier so aussieht. Also ich fand den sehr, sehr hübsch. Kann ich auch wirklich empfehlen. Aber ich glaube jetzt, wenn ihr das Video seht, dann ist die Limited Edition wahrscheinlich auch nicht mehr da. Hier habe ich noch eine Isana Liebt die Erde Repair Haarmaske mit Lilienextrakt und Biomandelöl. Ich wollte wirklich aus verschiedenen Duftrichtungsreihen oder generell Reihen auch Produkte mit in das Tauschpaket mit reingeben, ne? Genau, weil sie hat halt keinen Rossmann. Also in Österreich gibt es keinen Rossmann. Ja, L'Oreal hat neue Produkte rausgebracht. Die hätte ich mir wahrscheinlich auch irgendwann mal über dieses L'Oreal Lista Portal bestellen können, aber ich habe da Bock drauf gehabt, sie jetzt schon auszuprobieren, denn ich sehe sie auch schon bei meinen Kolleginnen, zum Beispiel bei Chiquita's Place, und da kriegt man echt Bock drauf, das auch auszuprobieren. Da habe ich einmal das Bright Reveal Dark Spot Fluid UV mit Lichtschutzfaktor 50+ mit Niacinamin und LHA. Genau, das schaut so aus. Mildert Pigmentflecken und für eine tägliche Anwendung unsichtbares Finish. Ich habe schon so ein paar Pigmentflecken und auch so Verfärbungen, auch Pickelmale und so weiter, die einfach noch da sind. Und Niacinamide helfen halt einfach, das Ganze ein bisschen aufzuhellen. Und Lichtschutzfaktor brauche ich so oder so immer. Und deswegen war ich einfach mal gespannt, inwiefern das zum Beispiel auch mit Foundations und so funktioniert. Denn gerade wenn du in Lichtschutzfaktor sowohl Vitamin C als auch Niacinamide oder so drin hast, also halt Wirkstoffe generell, kann das manchmal problematisch werden, weil Wirkstoffe dann einfach nicht untereinander funktionieren wollen, ne? Muss man einfach mal gucken. Und da bin ich gespannt drauf. Das wird auch in Anwendung genommen, genauso wie auch jetzt diese Haarpflegereihe. Ich finde, dass da relativ wenig Produkt jetzt drin ist. Jedenfalls sieht das so aus. Das ist diese Glycolic Gloss Reihe. Da habe ich mir einmal dieses Leave-In Serum gekauft. Stumpfes, glanzloses Haar. 150 ml haben wir hier drin. Das ist so ein Pumpding, ne? Das wird dann quasi in die Längen gegeben nach dem Waschen und nach dem Föhnen, glaube ich sogar, oder? Das muss ich mir nochmal ganz genau angucken. Versiegelt das Haar mit Glanz. Ja, weil hier Glitzerpigmente mit drauf sind. Da bin ich mal gespannt. Also ich musste die auch alle zusammensuchen. Das stand nicht so zusammen. Das stand mal hier eins, mal da eins und so. Das war echt blöd. Die Spülung habe ich auch mitgenommen. Ich habe auch mal gefragt, was diese Gloss-Komplex-Geschichte sein soll. Das konnte mir auch gar nicht so beantwortet werden. Aber gut, ja, bin ich mal gespannt, denn ich war auch bei so einem Launch-Event online mit dabei. Aber ja, ich bin mal gespannt. Ich bin ja Abendduscher. Da mache ich mir jetzt mit Glykol-Geschichten auf den Haaren oder Glykolsäure keine Sorgen. Oder gerade auf der Kopfhaut, weil du kannst ja eigentlich keinen Lichtschutzfaktor auf die Kopfhaut auftragen. Da hatte ich halt nämlich auch extra gefragt, so
wie funktioniert das denn für die Leute, die morgens duschen? Das konnte leider nicht beantwortet werden, fand ich ein bisschen schade. Genau, also Elvital, L'Oreal haben wir hier und das wird dann auf jeden Fall in Anwendung genommen. Da werde ich euch dann wahrscheinlich im Aufgebraucht-Video von Februar ein bisschen mehr zu sagen können. Genauso habe ich hier auch das Shampoo, da sind 200 Milliliter drin, für die Haarfasern mit, füllt die Haarfasern mit Pflege auf. Das soll halt wirklich richtig toll sein. Da haben alle, die das jetzt auch da in Anwendung genommen haben, in Anwendung genommen haben, erzählt in diesem Zoom-Call oder so, was auch immer das war, dass sie das halt richtig gut fanden und dass die Haare da auch wirklich richtig was von hatten und so, ne? Die haben aber gesagt, wenn du halt nicht so richtig krass trockene oder durstige Haare hast, wie das ja bei mir eigentlich auch der Fall ist, dann sollte man nicht unbedingt jeden Tag alles miteinander kombinieren. Da bin ich mal gespannt. Ja, stumpfes, glanzloses Haar wird ausprobiert. Und was die Serie dann noch abrundet, ist hier diese 5 Minuten Haarlaminierung. Das ist dann wie eine Haarkur, würde ich jetzt mal so sagen. Versiegelt die Haaroberfläche mit einer langanhaltenden Glanzschicht und ja, das macht man sich dann auch irgendwann rein. Eine großzügige Menge auf das feuchte Haar auftragen, um es vom Ansatz bis in die Spitzen glanzvoll zu versiegeln. 5 Minuten einwirken lassen und danach gründlich ausspülen. Ja, also ist halt wie eine Kur quasi. Ja, und ich mache das ja normalerweise in der Reihenfolge Shampoo, Kur, Spülung. Aber ich glaube, dass ich hier das Ding am Ende benutzen muss. Dann gibt es auch noch aus dieser Argan-Reihe ein Abschminkprodukt. Also wirklich Argan fürs Gesicht. Okay. Ein Reinigungsöl, das wäre dann für mich persönlich der erste Schritt vom Double Cleansing. Weil wenn ich mir ein Öl auftrage, um damit mein Make-up aufzubrechen, möchte ich es danach ganz gerne mit einem Cleanser regulär halt nochmal waschen. Genau. Ja. Das ist so meine Idee dahinter. Aber ich habe jetzt aktuell noch einen Abschminkbalsam in Anwendung, den von Balea. Sobald der leer ist, steige ich dann auf das Isana Reinigungsöl um. Ja, hier habe ich dann auch nochmal Staubsaugerbeutel mitgenommen. Ich war mir nicht mehr sicher, was wir für Staubsaugerbeutel brauchen. Ich glaube, die R090 waren richtig. Ich glaube auch, dass wir einen Samsung-Staubsauger haben. Ich bin mir nicht mehr sicher. Steht nebenan. genau, das sind 4 Beutel und ein Filter kann man einsetzen. Und wir haben einen einzigen Staubsauger, der tatsächlich noch Beutel braucht. Yay. Und dann natürlich noch für Sammy ein paar Würstchen. Da habe ich aber ein paar mehr mitgenommen. Die anderen sind schon unten von Winston. Die feine Würstchen, die habe ich jetzt Huhn und Truthahn. Da gibt es auch noch andere Sorten, die habe ich auch mitgenommen. Die kriegt Sammy dann eigentlich immer so, wenn wir am Bett sind. Also wenn ich ins Bett gehe, dann setzt er sich nochmal bei mir ans Bett und dann kriegt er noch ein kleines Würstchen, was sich dann in so ein kleines Teilchen und dann einschlafen und er meistens dann vorm Bett und wird noch ein bisschen gekrault und so. Das ist so unsere kleine Routine, die wir haben. Und ja, das ist mal ein intensiver Haul gewesen. Ich bin immer noch nicht fündig geworden, was alle Produkte aus dem neuen Essenssortiment angeht. Ich finde, das haben die auch ein bisschen schwierig gemacht. Also ich weiß nicht, was das soll, dass die halt nur so wenig überall als Vorrat hatten. Gerade auf der Essens-Homepage selber. Ruckzuck ausverkauft. Aber gut, manchmal ist das so. Und ja, dann wäre es das hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, ein Däumchen, ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.